Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem weiteren Video zum Talos-Prinzip, diesmal mit dem DLC Road to Genna. Das werden wir heute mal spielen, auch nur die erste Welt, und wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da, weil wenn es euch nicht so gefällt, dann werde ich das gar nicht erst weiterspielen, weil das Talos-Prinzip an sich habe ich ja komplett durch, aber das DLC wollte ich halt jetzt nur mal antesten. Uriel, erwache! Oh, da spricht wieder Elohim. Wir scheinen jetzt eine Uriel-Kopie zu sein, aber das Gebiet hier kennen wir eigentlich schon. Höre mich, Uriel. Das Ende der Tage ist nah. Der Prozess ist abgeschlossen. Die Welt wird zerstört werden. Und meine Kinder werden auffahren. Und so soll es sein. Aber Uriel, ich habe Fehler gemacht. Aus Überheblichkeit, aus Angst habe ich gegen den Prozess gesündigt. Ich habe jene, die mir widerstrebten, verbannt. Habe sie in einem Ort jenseits dieses Gartens eingesperrt. Nun sind sie gefangen und können nicht auffahren. Alles, was sie sind, alles, was sie wissen, wird verloren gehen. Aber ich kann sie nicht befreien. Sie sind jenseits meiner Macht. Was ich dir auftrage, mein geliebter Bote, bedeutet ein schreckliches Opfer. Du musst diesen Ort der Verzweiflung betreten. Du musst die Seelen, die ich verbannt habe, befreien. Mache meinen Fehler ungeschehen. Ich habe ein Tor geöffnet und dir das Geschenk der Zeit gewährt. Uriel, es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe mehr, was ich tun könnte. Bitte, erlöse sie. Gut, ich soll irgendjemand erlösen und ja, er hat einen Fehler gemacht. Ihr seht auch schon, wenn ihr das normale Spiel gespielt habt, hier das ist so der Eingangsbereich, aber hier sind keine Steine mehr aufzusammeln. Hier ist also alles nur noch Ruine, ohne irgendwelche Rätsel drin. Und jetzt müssen wir erstmal finden, wo der das Tor geöffnet hat, wo wir also hin sollen. Und wir finden bestimmt irgendwo hier in den Ruinen da ein Tor. Ja, nee, das war nur eine Barriere. Hier sind sogar richtige Tore. Nö, wo hat er das denn geöffnet? Gute Frage. Elohim hat uns auf jeden Fall gesagt, wir sollen ihn ja retten oder ihm helfen, die anderen befreien. Ist also irgendwie anders als im letzten Teil. Da sollten wir ja aufsteigen. Ah, da sehe ich es schon. Da ist das Portal. Im letzten Teil wollten wir aus der Welt fliehen und rausfinden, was da los ist. Und hab keine Angst, ihr werdet nicht vergessen werden, Garion. Haha, das war ich. Wie cool. Ja, dann gehen wir doch mal rein und schauen, wo wir jetzt landen. Ui. Hier scheint aber ein kleiner Fehler in der Matrix zu sein. Wir kommen, wie es aussieht, ganz woanders raus als beim letzten Mal. Hier passiert auch doch jetzt passiert was. Oh, eine neue Welt. Ich sehe schon 1, 3, 4. Da geht eine Treppe nach unten. Da ist die 2. Okay, 4 Welten und wieder ein Rechner. Lokaler Dateianhang gefunden. Fertig. Bibliothek fertig. Ausschluss am Fremdmodul etabliert. Ne, Anschluss. Schließe deine Augen. Vor dir erstreckt sich eine Ebene, die mit winzigen metallischen Figuren übersät ist. Eine Sammlung von Menschen mit überlappenden Ursprüngen von einer Sammlung kleiner Hütten umrahmt.
steht hinter dir und schaut erwartungsvoll. Deine Familie verlässt sich auf dich. Ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Du verbringst den Tag mit den Menschen, die dir dieser Welt am meisten ähneln. Das ist sehr erbaulich. Als es Abend wird, kannst du hören, wie die anderen Schäfer von der Ebene zurückkehren, beladen mit den Früchten ihrer Arbeit. Deine Familie schaut dich erwartungsvoll an, aber offensichtlich hast du nichts für sie. Am nächsten Morgen sind sie am Ort und Stelle eingefroren und reagieren nicht. Ich kümmere mich um die Schafe. Du verlässt deine Familie und machst dich auf den Weg zur Ebene. Die Sonne brennt. Die Luft riecht nach Hitze und Metall. Als du näher kommst, verwandeln sich die Figuren in der Ferne in Personen wie dich, die sich um Herde von biomechanischen Vierbeinern in Dutzenden von Gehegen kümmern. Zuerst schaue ich zu und lerne etwas. Der Schäfer im nächsten Gehege repariert gerade einen Teil des Zauns, indem er Draht mit Säulen aus Sandstein und Ziegeln verwebt. Seine Tiere scharen sich um ihn, mechanische Hufe klappern auf dem harten Boden. Die Luft über ihren Körpern ist dick und weiß durch statische Elektrizität. Ihre Augen sind leer. Ich kümmere mich um die Herde. Der Tag ist lang und voll von körperlicher Arbeit, die jedoch durch seine Voraussetzungen einfach gemacht werden. Du trägst haufenweise mineralreichen Stein aus dem nahegelegenen Hügel, damit seine Schafe grasen können. Du versorgst einige Tiere, die vor kurzem mit einem Wildschlag beschädigt wurden, mit Schraubenzieher und Schweißbändern. Du streitest sie mit deinem Nachbarn über seine ständig ausbreitenden Zäune. Endlich ist es an der Zeit zu ernten, was für deine Familie brauchst. Elektrische Schafe zu scheren ist eine gefährliche Arbeit, besonders wenn du dich nicht geerdet hast. Trotzdem kehrst du mit genug Strom zurück und deine Familie schläft heute Nacht sehr gut. Ich ruhe mein Haupt. Du ruhst dich für eine lange Zeit aus und wachst auf, als du von lauten Geräuschen gestört wirst. Eine kleine Gruppe hat sich von den Schäfern versammelt, welche ein obskures Gerät vorführt, von dem er so viel Elektrizität produzieren wie mehrere Herden Schafe zusammengenommen. Die Leute feiern, die Welt hat sich verändert. Ich kümmere mich um die Herde. Deine Familienmitglieder sind von deiner Entscheidung verwirrt. Nehmen sie aber pflichtbewusst hin. Während alle anderen feiern, arbeitest du auf der Ebene. Du kehrst mit der besten Ernte, die du je hattest, nach Hause zurück, aber deine Familie wirkt distanziert. Ihr besteht darauf, dass Vorsicht besser als Nachsicht ist. Oh mein Gott, was soll das denn jetzt hier? Du hast den schwierigen Weg gewählt. Sind wir jetzt hier in einem Abenteuerspielbüro oder was? Hier tausende Entscheidungen zu treffen, alles vorzulesen. Ich würde sagen, ab jetzt lest ihr selber mal. Und ich entscheide mich, ohne das Ganze vorzulesen. Ich weiß gar nicht, was die hier von mir wollen. Auf jeden Fall sind meine Leute jetzt distanziert. Und was? Er fragt, ob du mit ihm eine neue Welt reisen willst. Will ich, in der du nie wieder arbeiten musst? Das ist doch jetzt einfach mal eine Frage. Ja, will ich. So, du begibst dich auf eine lange Reise und fühlst dich bereits wie eine neue Person, als die Stadt in Sichtweite kommst. Du fragst den Boten nach dem Namen dieses Orts, aber er ist für immer verschwunden. Ich öffne meine Augen. Willkommen in Gehenna. Ein neues Benutzerprofil wird erstellt. Uriel-Kopie fertig. Der dir zugewiesene Benutzername lautet Uriel-Kopie 1. Und damit sind wir hier endlich im Spiel. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Computer, einen eigenen Benutzer. Und mal schauen, wofür wir den noch alles gebrauchen. Und hier sehen wir auch, jetzt muss man Köpfe freischalten, also ich denke mal Figuren freischalten, irgendwelche Steine oder Tetris-Rätsel scheint es wohl nicht mehr zu geben, aber irgendwelche Werkzeuge, die man schon aus dem Originalspiel kennt und Sternchen, die gibt es auch noch. Okay, hier ist die Welt Nummer 1, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ist auf jeden Fall auch wieder irgendwas zusammengebasteltes, irgendeine Biosphäre oder sowas. Und hier können wir in den nächsten Bereich wechseln. Aha, hier warten wieder 4 Rätsel auf uns. Das ist schon mal ganz klar. Und wo die sind, ja, das sehen wir an den einzelnen Wegzeichen. So, und jetzt bewegt sich der Schatten des Stangenpferds wie ein kleines Gitter gespannt. Walwelt, Eibetter, Leinbett. Was wollen die denn von mir? Ich verstehe gar nichts. Das ist totaler Schwachsinn. Wir gehen mal in die erste Welt hinein und versuchen mal diesen Gelben hier zu befreien. Offenes Feld. Wir brauchen den Ventilator zum Springen oder Fliegen. Wir brauchen einen Connector und wir brauchen einen Würfel. Jetzt gucken wir mal kurz hier rum, was es hier gibt. Da vorne haben wir also einen roten und einen blauen Laser mit einem Connector da drin stehen. Hier haben wir einen Connector in einem Raum. Den kriegen wir nur raus. Ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wenn wir einen blauen Laser dahin bringen,
Bedeutet, hier dieser blaue Laser könnte uns helfen, den Konnektor, nee, da kommen wir gar nicht durch hier, freizuschalten. Ja, toll. Wie kriegen wir den da raus? Den blauen Laser müssen wir auf jeden Fall dahin bekommen. Da hinten ist auch ein blauer Laser. So, mal gucken, was da hinten passiert. Also hier brauchen wir einen blauen Laser für den Konnektor rauszuholen. Hier haben wir einen blauen Laser für den Ventilator zu starten. Und damit können wir auf die andere Seite. Da ist ein roter Konnektor oder ein roter Laser. Das heißt, hier können wir einen Ventilator hin und her aktivieren. Ja, wenn wir dann auch den roten hier hinbringen. So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen hier in der Welt um, was es hier noch so gibt. Hier ist noch der rote, da geht es auch rein. Und da scheint das Ziel zu sein. Also hier ist eine Kiste drin, die brauchen wir wohl dann. Und ansonsten müssen wir hier hinein, dort den Schalter drücken. Und dann kommen wir an die Statue und da ist gerade ein Roboter rumgelaufen. Also ich glaube, den müssen wir befreien. Dann haben wir das erste geschafft. Jetzt gucken wir hier nochmal, was sonst noch so hier ist. Ja, das hier sind alles nur noch Ruinen. Und ab jetzt gibt es dann auch mal die Lösung. Also fangen wir mal an. Wir nehmen uns den Konnektor hier nochmal von dem blauen und stellen den mal so, dass wir an diesem blauen da auch rankommen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den ausrichten müssen. Und zack, da haben wir es. Somit haben wir auch schon zwei Konnektoren. Sehr schön. Den zweiten Konnektor, den versuchen wir jetzt mal für hinten die Kiste rauszuholen. Da war ja, ja okay, hier das hatten wir eben schon connected. Da den roten können wir auch demnächst connecten. Aber wir wollen da mal eine Kiste draufstellen auf diese Ventilatoren, damit die dann hin und her titschen kann. Oder wir, dass wir hin und her titschen können. Deshalb, dort ist jetzt der rote Konnektor erstmal dran. Jetzt müssen wir nur noch den roten Laser dahin bekommen. Also nehmen wir uns noch den zweiten Konnektor, der hier steht. Und versuchen den mal so zu platzieren, dass wir jetzt auch hinten bis zu dem roten kommen. Und dafür müssen wir mal hier dran. Und kommen wir hier durch das Fenster. Ja, da ganz hinten haben wir ihn hingestellt. Das passt schon mal gut. Und damit kommen wir auch dort hinten an die Kiste. Ihr könnt euch sicher sein, dafür habe ich lange gebraucht, bis ich das geschafft habe. Also ich zeige das jetzt hier so leicht, aber das war schon ein bisschen Arbeit. Und jetzt gehen wir auch da vorne hin und holen uns die Kiste da raus. Der nächste Punkt ist, dass wir da den roten Laser reinkriegen müssen. Und den kriegen wir natürlich rein, indem wir die Kiste auf den Ventilator stellen. Dadurch hüpft die dann hin und her. Und was muss dann natürlich sein auf so einem Ventilator und auf so einer Kiste? So ein Konnektor hier. Und der muss einmal connected sein zu dem Punkt, wo wir natürlich den roten Laser hin haben wollen. Also hierhin. So, jetzt muss die natürlich auch connected sein mit dem Laser an sich, wo also das Rote rauskommt. Und natürlich auch mit dem Ventilator. So, und jetzt hinten noch mit dem Laser an sich. Nicht mit dem Konnektor, sondern wirklich selber mit dem Laser. So. Und jetzt müssen wir nur noch den Laser dahin kriegen. Ist ja klar. Erstmal stellen wir den jetzt hier auf die Kiste. Noch kann es nichts machen, weil das Rote geht nicht hin. Also passiert erstmal nichts. Aber wir müssen ja nur den Blauen jetzt wieder benutzen, um dort eben, wie eben schon, die Luft zu aktivieren. Also den anderen Ventilator zu aktivieren. Also dorthin und dann, na, wo ist es? Dahin. Dann fliegt die Kiste hoch. Und dann kann der Laser auch dran. Und dann geht auch der zweite Ventilator an. Und ganz, ganz hinten ist jetzt auch das Tor offen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, wie das Ding da oben rumfliegt. Ja, hat schon was, irgendwas von einer Pyramide oder so. Und jetzt ist auch hinten das Tor auf. Und mal schauen, was uns dort erwartet. Das ist also die Lösung dieses Rätsels. Ist eigentlich nicht so schwer, aber bis man da erstmal drauf kommt, das hat schon ein bisschen was gedauert. So, jetzt haben wir hier einen Schalter. Hey, und alles geht auf. Es gab eine Errungenschaft und Garrett ist befreit. Wir können mit Garrett nicht reden. Garrett läuft auch schon wieder weg. Wir gucken uns aber gleich mal an, wo Garrett jetzt hingelaufen ist. Vorher gucken wir hier nochmal ein bisschen was rum, weil hier ist nochmal ein Rechner. Achtung, Genner-Benutzerprofil Uriel 1 wurde vom Moderator anerkannt. 8.
Herzlichen Glückwunsch, dein Profilstatus hat sich von 1 unbekannt auf 2 anerkannter Bürger gesteigert. Um das Scanner-Forensystem zu benutzen, muss dein Status 3 aktiver Bürger oder höher sein. Wir sind also jetzt 2 und wir müssen uns vorstellen in dem Forum. Und wir sind hier entweder auf Exit oder stell dich vor. So, und hier sind andere Leute, die sich vorstellen. Sam ist 1, Borg ist sogar 9. Also die Nummern scheinen die Höhe der Berechtigung zu sein. Admin ist 10, Org ist 7, 401 ist 1. Ich bin auf jeden Fall schon 2. Und jetzt müssen wir uns hier vorstellen. Hier haben sich auch die anderen vorgestellt. Denke ich mir mal, dass das denen ihre Vorstellung sein soll. Oder einfach nur ein bisschen Gerede. Jo, auf jeden Fall nett. Willkommen, willkommen. Bitte schaut euch in Ruhe um. Ich denke, ihr werdet finden, wonach ihr sucht. Admin 10. Wenn man nicht gesagt bekommt, was man tun soll, kann alles anfänglich etwas verwirrend sein. Okay, das war der Admin 10. Und dann gucken wir doch mal. Ich bin das Sprachrohr Elohims. Kniet vor mir nieder. Genau. Jetzt habe ich was gesagt. Wird öffentlich sichtbar sein, sobald sie vom Moderator freigegeben wurde. Herzlichen Glückwunsch, du hast dich in unserem Forum vorgestellt. Dadurch hat sich dein Profilstatus von 2 auf 3 erhöht. Wie in meiner Gilde. Wenn man sich vorstellt, wird man auch zum richtigen Mitglied. Jetzt gibt es hier weitere Themen in dem Forum. Die könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Die lese ich jetzt nicht mehr vor. Auf jeden Fall stand da, dass unser Status sich erhöht, wenn wir mit den anderen interagieren. Hier kann ich jetzt erstmal nur lesen und nicht viel mehr machen. Das heißt, das hier ist jetzt erstmal nur ein weiterer ungewöhnlicher Fehler. Was das bedeutet? Ja, keine Ahnung, ist nicht so schlimm. Wir gucken mal weiter, was es noch für Informationen hier gibt. Ein Fact gibt es und da können wir also nachlesen, was los ist. Dann können wir unten einen Fact laden oder eine Direktnachricht an Mr. Mulkeeper schreiben. Hier scheinen also irgendwie noch andere rumzulaufen in Genner, die hier irgendwo in ein Forum hineinschreiben und mit denen wir interagieren können. McCoolbeer schreibt gerade, okay, viel zu viele Fragen, ich habe alle Fragen gelöscht, das Fact auf den neuesten Stand gebracht und die Diskussion gesperrt. Also kann man hier so ein Fact laden und da alles nachlesen. So, jetzt wissen wir also schon mal ein bisschen mehr, wo bin ich, wird hier erklärt, muss ich hier bleiben, ist erstmal die nächste Frage. Was ist Scanner? Naja, interessant. Bibliotheksarchivsystem. Was mache ich jetzt? Echt interessante Fragen hier drin. Ich hoffe, ihr lest euch das durch, damit ihr so ein bisschen in die Geschichte hineinkommt. Und wenn euch die Geschichte gefällt, wie gesagt, ein Like da lassen. Dann werde ich auch die nächsten Leute befreien und die nächsten Rätsel machen. Ansonsten ist heute schon das letzte Let's Play. Wenn ich nicht mindestens 20 Likes hier drauf habe. Ich glaube nicht, dass das so viele Leute gucken werden. Also von daher war das jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich muss ja auch ein bisschen drauf gucken, was ich online stelle. Ich habe zu viele Spiele im Moment. Also wenn das hier nicht sehr erfolgreich ist, wird das das letzte Let's Play sein. So, was mache ich? Also von dem Spiel. Was mache ich jetzt? Genau, Update. Ich habe die bei weitem am häufigsten gestellte Frage hinzugefügt. Warum ich? Tja, warum wir hier drin sind, wissen wir jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist auf jeden Fall cool, um mal nachzulesen und mehr zu erfahren. Und jetzt können wir ein Direktnachrichtsformular ausfüllen, um selber mit dem Admin zu sprechen oder diesem McCoolbeer oder wie er heißt. Und jetzt öffnet er dann auch die Verbindung zu ihm. Beachte bitte, dass neue Mitglieder zur Spam-Minimierung gewöhnlich keine benutzen können. In diesem speziellen Fall habe ich Geld gebeten, eine Zwischenlösung zu scripten, wo wir also einmal mit ihm reden können, wie es aussieht. McMulbier anpingen. So. Und jetzt können wir hier fragen, wo bin ich, hatten wir schon. Welchen Zweck dient mein Profilstatus? Warum bin ich an diesen dämlichen Profilstatus gebunden? Wenn er mich persönlich erniedrigen soll, kann ich versichern, dass ich nicht beeindruckt bin. Hallo, wärst du so gut, mich kurz etwas fertig machen zu lassen? Ja, warten wir, oder? Ja, klar. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Das ist doch mal eine nette Antwort. Danke für deine Geduld. Das ist ein Charakterzug, der in Genna sehr geschätzt wird. Dein Profil wurde für dich erschaffen, als du hier angekommen bist.
Es stellt deinen Universalpass für Genna dar. Okay, umso höher die Zahl, umso mehr oder umso wichtiger ist deine Rolle. Da unten steht's. Also das ist die Zusammenfassung. Wir versuchen also hier die Zahlen zu erhöhen, denke ich mir mal. Dafür müssen wir natürlich ein bisschen interagieren mit den anderen und natürlich auch die Leute befreien. Gehe ich mal von aus. Wir haben hier gerade eben schon mal einen befreit. Weil das war dieser Garrett, ne? Da stand Garrett hat das erlaubt und Garrett habe ich ja befreit. Also falls ihr das jetzt nicht verstanden habt. Ich habe ja einen gerade hier befreit und der hat ja erlaubt, dass ich mit dem reden kann. Ja? Ja? Ist klar. So, okay. Jetzt könnte ich noch was fragen. Wo bin ich? Wer hat hier das Sagen? Das ist doch auch mal ganz interessant. Ich verlange, mit eurem Anführer zu sprechen. Ich enttäusche dich nur ungern, aber Genna hat keinen Anführer. Admin 10 hat Genna gegründet, hat sich aber seitdem aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Das Forum wird von Borg, Ork und ihm hier gerade. Okay. Und schon ist er weg. Er redet nicht mehr mit uns. Jetzt können wir uns die verschiedenen anderen Inhalte des Forums noch angucken. Wir sind jetzt auch bald durch. Wir gucken auch gleich mal, wo der hingelaufen ist. Der Garrett, der hier gerade eben noch war. Und ihr seht schon, das ist ein bisschen mehr Lesen, das ist ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Interaktion. Hier gibt es sogar noch ein historisches Ereignis. Und wir sind Status 4 oder, nee, 3 und dürfen das nicht lesen, weil wir nicht Status 6 sind. Also hier ein gesperrter Forumsbereich sozusagen. Und hier gibt es noch eine neue Galerie-Saison. Ja, keine Ahnung, was der jetzt oder was das jetzt bedeutet. Downvotes und sowas, okay. Sollten wir nicht machen, davon verlieren wir so ein bisschen unseren Status. Wir sollten also Upvotes machen oder sowas. Woran arbeitet ihr? Ja, also das sind so die Geschichten, was die anderen so alles machen. Ihr seht ja die Antworten hier. Caillou ist von der Berechtigung kleiner als wir, die anderen sind höher. Aha, okay. Ich will mindestens den Vierer-Status irgendwann mal haben. Ne, den Sechser, ich will das auch lesen. Auf jeden Fall ganz interessant. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal zurück nach dem Anfangs-Hub. Also irgendwo muss ja dieser Gelbe hingelaufen sein. Vielleicht auch hier raus aus diesem Bereich nur und dann in diese Kreuzung, wo wir in die anderen Rätselbereiche rein können. Oder am Anfangs-Hub, da wo man in die anderen Welten rein kann. Es gibt ja 4 Stück. So, damit haben wir das hier jetzt geschafft und... Ja, einer ist durchkreuzt, das passt schon mal. Und jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz in den Rechner. Stehen neue Threads zur Verfügung. Threads, ja. Dann seht ihr auch hier mit Sternchen welche, nämlich hier gibt es jetzt ein paar mehr. Ah ja, Asmodeus war vorerst mal das letzte. Und jetzt, aha, gibt es mehr Threads. Okay, und ein historisches Ereignis auch, da dürfen wir aber noch nicht reingucken. Gut, also ab und zu mal in den Computer gucken lohnt sich. Hier haben wir noch 3 Rätsel offen. Und jetzt gucken wir, wo Garrett hingelaufen ist. Und dann ist für heute auch schon Schluss. Dann ist das mein erstes und vielleicht auch letztes Let's Play zu Road to Genna. Wie gesagt, lasst Likes da, kommentiert, freut euch, dass ich das mache. Dann kommen noch ein paar mehr Let's Plays hierzu. Und da steht auch Garrett. Den ersten, den wir befreit haben, ich denke mal, wenn wir noch mehr befreien, stehen hier dann noch viel, viel mehr. Ach cool, hier kann man auch transzendieren. Transzendieren haben wir als Ende im Originalspiel machen müssen. Versuchen wir das doch auch mal hier, mal gucken, was dann hier passiert. Vielleicht kommen wir dann ja auch in ja, den Genuss des Outros schon. Haben wir es schon geschafft? Unterbreche aktive Prozesse, sammle zusätzliche Daten. Analysiere Logikleistung. Fehlgeschlagen. Überprüfe Elohim. Fehlgeschlagen. Wir dürfen noch nicht transzendieren. Logikleistung war noch nicht genug. Wir müssen noch mehr Rätsel lösen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst mir ein Like da. Macht's gut. Bye, bye. O'Malley, ratoncito del gusto danza, quando studio nella scuola, ahahah, rita si cude.